meine erste Haustagsuchung, die war wirklich witzig, weil ich bin in der Nacht, wo ich meine erste Haustagsuchung gehabt habe, erst um 5 Uhr heimgekommen. Und da war ich schon 3 Tage unterwegs. Und die Nachbarn haben schon bei meiner Frau gerufen und gesagt, hey, sag mal, ist Ihnen das schon aufgefallen? Da steht da so ein Auto draußen und hat mir meine Frau gerufen. Du, hat gesagt, seit 3 Tagen steht da so ein weißer Audi vorne am Fahrrad, am Gartentür. Dann habe ich gesagt, ruf die Polizei an. Das hat es dann gemacht, aber die haben dann gesagt, sie wissen von nichts. Ich bin um 5 in der Früh heimgekommen, wahrscheinlich haben sie gerade geschlafen, weil sie um 8 erst geklopft haben. Ja, dann habe ich sie reingebeten. Jetzt sind wir schon reingegangen, bei mir in die Küche. Und bei meiner Küche hat er mich gefragt, so nebenbei, Sie, bevor wir da lang suchen, haben Sie was daheim? Sag ich, klar. Und dann habe ich meinen Kräuterschrank aufgemacht und habe so eine kleine Marmeladendose vom Feinkostkäfer raus, das war bloß Tarnung. Habe ich rausgeholt und habe sie so am Tisch hingeschoben und gesagt, nimm da, was du brauchst. Zu zweit waren es, gell? Ich bin dann später erst draufgekommen, dass das keine echten waren. Ich glaube, die waren geklont. Ich glaube, das waren geklonte Beamte, ja, genau. Weil einer hat reden können, das war der mit der Gehirnwindung. Und der andere, der hat die ganzen Zeit unten. Ich meine, der war als Zeuge dabei. Als Zeuge brauchst du nichts anderes, du als nicken und einen Kopfschütteln. Ich glaube, dass da in Bayern unterirdische Labors gibt, das sind so kilometertiefe Stollen und da sind tausende von Reagenzgläsern drinnen und da steht überall drauf, Haustagsucher, 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 Haustagsucher. Dann haben sie ein paar größere Reagenzgläser, so vielleicht so Literflaschen, wie die Alpenmilch, so groß, weißt du, da steht dann drauf, Staatsanwalt, Staatsanwalt, Staatsanwalt. Für den Kohl haben sie einen eigenen Raum gehabt. Der ist da an der Decken runtergekommen, praktisch mit Ketten haben sie den befestigt, praktisch die Fruchtblase. Und der Backstein, glaube ich, war ein Abfallprodukt von dem Ganzen. Den, glaube ich, haben sie schon in den Mülleimer geschmissen, aber da haben sie noch irgendwas drinnen gehabt, vielleicht, weiß ich nicht. Überreste von McDonalds oder sonstige Brotzeiten und so, und dann hat sich der ernährt da drinnen in dem Sumpf und so. Irgendwann war er plötzlich da, der Backstein, keiner weiß, wo er hergekommen ist. Die wohnen ja in riesengroßen Zeltlager, gell? Diese Haustagsucher. Die wohnen in riesengroßen Zeltlagern. Die dürfen in Häusern gar nicht wohnen, weil die haben praktisch dieses Gen drin, immer wenn sie in einem Haus sind, müssen sie sofort zum Suchen anfangen. Das wohnen die praktisch in Zeltstätten, die links und rechts offen sind, dass die endlich einmal zur Ruhe kommen. Auch. Verstehst? Also suchen die und suchen da umeinander und die sind ja recht unbelastbar, herzmäßig. Verstehst? Die sind wirklich wie so hochgezüchtete Schäferhunde, die, wenn du einmal erschreckst, scheißen sie in die Hosen und flackt da und japst bloß noch. Verstehst? Ja, das ist ganz gefährlich. Du musst sehr sorgfältig praktisch mit denen umgehen. Ja, ganz gefährlich. Und dann, wenn die Bs wären, weißt du schon, wenn die Bs wären, dann drohen sie immer so. Ich habe es euch ja heute schon gesagt, ihnen wird das Lachen noch vergehen und solche Sachen. Oder so ganz im Vertrauen her sollen. Da haben sie dann die Irrsinnsmenge von 3 Gramm festgestellt, glaube ich, oder 3,304. Er hat gesagt 3 Gramm. Wahnsinn, ich habe gesagt, das ist ja unverantwortlich, 3 Gramm. Und dann, wie sie festgestellt haben, dass das ja 3,304 Gramm sind, habe ich gesagt, so viel hat das gar nicht ausgeschaut. Ich war echt ein bisschen überrascht, habe ich gesagt, da haben sie was dazu getan, gell? Geben sie es zu. Nein, 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 da tun wir nichts dazu. 3 Gramm, Wahnsinn. Und dann ist mir das richtig gekommen. Was ich praktisch, null an Verantwortung, null an Voraussicht, null an Erkenntnis darüber, dass ja du mit 3 Gramm Wahnsinn! Das ist, als wie mir das in den Kopf reingeschossen ist, da habe ich mal die Gedanken, meine Haut gar nicht mehr, aber die wächst fest. Ja, stell dir mal vor, ich habe da 3 Gramm in meiner Hosentasche und gehe da in Freiburg spazieren. Da gibt es doch auch Menschen. Und dann klang ich in die Hosentasche rein, weil irgendein Penner 5 Mark in sein Hut reinschmeißt und dann fallen die 3 Gramm auf den Boden und ich spüre es nicht, weil sie mir nicht direkt auf den Fuß fallen. Und es nieselt leicht und Regen setzt ein. Und es löst sich auf in alle Bestandteile und das THC wird frei. Und es läuft da diese Rinnsale hinunter. In Freiburg haben sie leider so kleine Rinnsale, wo sie an den Regen reinkehren und da kehren sie das mit rein. Und dann sickert dieser Wirkstoff von 3 Gramm ins Grundwasser ein in Freiburg.
und morgen in der Früh nach dem Zähneputzen sagen 4000 Freiburger, ich arbeite am Arsch lecken, sollen sie mich. Das ist ja Untergrabung der Staatsanwaltschaft.